Ein herzliches Willkommen hier zu Alberto Ascari Karriere, das letzte Mal in der Formel 2, wir sind im Saisonfinale und ja, wir sind letztens Weltmeister geworden und ich freue mich extrem, ja, es geht wieder los, es geht weiter, wie ich, und ja, das ist das, der letzte Abschnitt unserer Formel 2 Karriere. Ich freue mich schon so extrem, wenn wir dann endlich losstarten in der Formel 1. 21 Kurven hat hier Yas Marina oder Yas Island und 2 DS-Zonen. Abonniert gerne kostenlos unseren Kanal. Schaut euch gerne auf Instagram vorbei, auf TikTok, falls ihr mehr Bock auf Formel 1 Themen habt. Ja, da ist so viel Formel 1, auch auf itz-tobi, also da könnt ihr unbedingt vorbeischauen. Auch auf unseren TikTok-Account unbedingt vorbeischauen. Links sind wie immer alle unten in der Bio und wir starten hier mit der Startaufstellung. Die letzte Startaufstellung in der Formel 2, Luca Giotto und Matsushita starten aus der ersten Startreihe, dahinter Mika 4 und Mazepin vor ihm. Puh, das wird schwierig, die zwei Teamkollegen der Formel 1, Drugovic und Armstrong, dann haben wir Lundgren und Tsunoda auf 8, Tiktum und Joel, dann hier Su und Daruvala, dann Sato, Eilert und Makelov, dann Alesi und Aitken, Piquet auf 19, Deledras und wir starten neben Samaya in der letzten Startreihe. Es wird ziemlich spannend, interessant und ich freue mich extrem, wie unser letztes Rennen in der Formel 2 ausgehen wird. Und mit welchem Team wir dann am Montag oder Dienstag rein starten in die Alberto Ascari Karriere. Unser Start war okay und wir sind viel besser als Deledras da vor uns gestartet. Und ja, im Windschatten, zuerst denke ich mir so rechts und dann, nein, ist eine Linkskurve, gehe ich links rein und das war eine goldrichtige Entscheidung. Hier Rad an Rad fast mit Giuliano, nein, es ist Piquet, glaube ich, ja. Nein, es war Alesi, Giuliano. Und hier dann den Berg runter, dann nehmen wir gleich mal eine Streckenbegrenzung mit. Und im Windschatten können wir uns hier an Nisani und Makela vorbeischlingeln. Aber das ist wirklich spaßig. Ich glaube, die haben auch, es kam ja auch das Imola-Update, Dienstag, Mittwoch, ich glaube Dienstag. Und da haben sie, glaube ich, einiges wieder am Handling gemacht. Das ist so schön zu fahren. Lasst es bitte zu EA, wenn ihr uns zuhört. Lasst bitte das Handling. Es ist so schön zu fahren. Der weiße Repulse sieht verdammt genial aus. Aber ich denke mal, dass da wahrscheinlich auch wieder irgendwas geändert wird. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass die den jetzt einfach bis zum Schluss drin lassen. Ich würde es mir wünschen. Oh mein Gott, da kommt fast der Auffahrunfall. Ja, das ist ein bisschen dumm gelaufen hier mit Sato. Ich weiß nicht genau, warum er sich hier so hardcore vertan hat. Aber trotzdem, das ist ein Wahnsinn. Ich freue mich so. Das ist wirklich, wenn das Handling von Anfang an in Formel 1 so gewesen wäre. Ich habe wirklich teilweise eine Angst gehabt, wenn ich aufs Gas gestiegen bin, dass ich mich wegdrehe. Und das war auch teilweise so. Du fährst da automatisch langsamere Zeiten, weil du ja viel langsam und behutsam aufs Gas gehen musst. Ich will nicht sagen, dass es reeller war, weil ich meine, die Formel 1 Fahrer fahren wahrscheinlich auch nicht mit hier mit Samthandschuhen. Die lassen das Gas schon kommen, also langsam kommen. Aber jetzt nicht, dass sie da so ganz behutsam aus jeder Kurve raus müssen. Und das war auch so, egal welches Setup ich gewählt habe, es war immer das gleiche Spiel. Ich hatte nur in Bahrain keine Probleme und Österreich. Aber sobald schnelle Links- und Rechtskurven kamen, wo man auch den Körper rühren muss, war es unmöglich zu fahren. Es ist jetzt 100 Mal besser, also wirklich. Andere haben es letztes beim letzten Content-Update schon gemerkt, wie Portimao kam. Aber jetzt ist es für mich das Beste, seitdem das Formel 1 draußen ist, ist es für mich das beste Handling, was es so gibt. Und hier jetzt, schau vor uns, der ja nächstes Jahr in der Formel 1 fahren wird, ich sag's immer wieder, aber den sehen wir ihn nur noch jetzt. Und ja, ich habe auch geplant, vielleicht eine My-Team-Karriere mit einem speziellen Team. Also schreibt gerne rein, welches Team wir zurückholen sollen oder welches Team wir das erste Mal in die Formel 1 reinholen sollen. Hier haben wir nochmal die Start-Replay. War ziemlich in Ordnung. Also auch hier, das war sehr fair und dazu zu dritt in die erste Kurve rein. Wobei ich in der zweiten dann der lachende Dritte, also der lachende, ja, Zweite war. Keine Ahnung, Dritte, ich weiß nicht, wie man sagt. Also und auch hier, da jetzt an Joel dran. Besser angefahren, mehr Schwung habe ich da mitnehmen können, weil Joel ein bisschen abdecken musste und da schaut euch mal den Schwung an, den wir hier aufholen. Leichten Windschatten, aber so einfach ist es dann doch nicht. Gibt natürlich in der zweiten Runde noch kein DS und das macht das Ganze verdammt schwierig. Also wirklich, jetzt hier dann, ja, 44.000stel Lila und Joel muss dann den Körper hinnehmen. Aber jetzt muss ich den Körper hier nehmen, aber da machen wir die Tür zu. Da machen wir die Tür zu ihm. Und er weiß so, okay, jetzt habe ich verschissen. Nein, Spaß, aber es macht schon ordentlich Spaß, die Formel 2. Und ich freue mich schon auf mein Formel 1 Team. Ihr dürft gerne entscheiden, welches Team wir nehmen sollen. Also, es muss auf jeden Fall Ferrari Academy würdig sein. Und ich denke mal, da werden wir uns am Anfang vom nächsten Video, Montag oder, wahrscheinlich Montag, aber oder Dienstag. Also, ich bin mir da noch nicht ganz sicher.
Und da werden wir uns auf jeden Fall mit dem Thema beschäftigen, welches Team wir nehmen. Also ich bin in der Entscheidung zwischen Haas, was echt sehr schlimm wäre, Alfa Romeo, was natürlich so Standard Ferrari wäre, oder vielleicht doch gleich Ferrari, aber ich weiß nicht genau. Schreibt gerne in die Kommentare, welches Team sollen wir nehmen, Haas oder Alfa Romeo. Das wäre so Ferrari, kenne mich. Oh mein Gott. Ja, und das war Tsunoda, das war so unnötig, weil wir wären da locker vorbei gewesen. Aber der verbremst sich genau gerade auf die ideale Linie und fährt gerade weiter. Und jetzt, Mann, ich weiß nicht genau, Tsunoda, Mann, was soll das? Das ist so für den Arsch, was der da macht. Ja, und jetzt schau mal, wie der abdeckt. Aber jetzt lässt er da jetzt endlich mal ein bisschen Platz. Also das war unnötig, wie der da abgedeckt hat. Der. Aber jetzt kommt dann Lundgaard, der noch schlimmer abdeckt. Also wir haben hier echt viel mit Leuten zu tun, die anscheinend nicht überholt werden wollen oder auch das nicht gut verteidigen. Hier jetzt Lundgaard. Wir kommen hier neben ihn und schaut euch das mal an. Schaut euch das mal an, Lundgaard. Ich weiß nicht, was das soll, du Idiot. Und jetzt... Warum macht er das? Warum machst du, Idiot? Und jetzt noch Tsunoda hier. Habt ihr das gesehen? In zwei Kurven hat Lundgaard einfach mal so einen Scheiß gebaut, der so unnötig war. Ich weiß nicht genau, was sein fucking Problem war, aber das war wirklich unnötig. Also, wir haben auch hier zwei Runden gebraucht, um da überhaupt wieder dran zu kommen. Jetzt mal Tsunoda. Das war wieder sehr spät gebremst. Dann nehmen wir den Ausweg. Ich weiß halt genau, dass es ja ein bisschen unfair war. Und jetzt hier gehen wir rein. Das war mit Absicht, weil ich genau wusste, hier verliert er den Boden. Und ich weiß nicht genau, was Lundgaards Problem war. Das war so ein bisschen die Retourkutsche. Weil das ist echt unnötig, was der da aufführt. Salala. Hier wieder, mir fällt es gerade auf, dass ich so ein bisschen vergessen habe, wo hier der Scheitel ist. Und auch der Bremspunkt. Also, das war schon sehr, sehr schwierig hier. Am Anfang ist es halt ziemlich einfach. Also du überholst und denkst, ja, es ist gut und dann willst du immer mehr. Und das ist halt auch so ein bisschen das Problem vom Game. Oder von meinem Fahrstil. Jetzt sind wir auch schon am Mick dran in der 9. Runde. Das Problem ist, wir müssen nämlich nachher noch auf die Hypers, also auf die Ultrasoft gehen, auf die Lilanen. Ich glaube, die sind in dem Game die Supersofts, also in Formel 2. Und jetzt hier an Mick vorbei, den lassen wir auch innen genug Platz zum Atmen. Die Kurve erpuppt sich dann doch als... ja, hier habe ich mal geguckt, weil ich echt sehr die Kurve geschnitten habe. Aber ich habe ihm zwei Kurven gegeben zum Atmen und er hat da jetzt nicht gerade den Konter gebracht, den ich mir so gedacht habe. Und deswegen habe ich dann die Tür zugemacht und dachte mir, ich war auch locker ein halbes Auto vorne, also das war okay. Ja, gegen Mick, da war ich immer fair, so muss ich echt sagen. Und das Ding ist halt, wenn ich jetzt zu Haas gehen würde, oder generell in die Formel 1, ist Mick einfach wieder ein Fahrer dort. Das ist einfach so weird, dass es schon wieder verdammt lustig ist. Das finde ich so genial. Also wirklich, das ist einfach nur lustig, wirklich, ich liebe diesen Gedanken schon alleine, wenn ich dann irgendwie in die Formel 1 gehe, ist einfach Mick wieder da, aber ja, das ist hinter die 2020 Autos, wir arbeiten uns jetzt auch in die 2021er Formel 1 rein, wir gehen eine Runde vorher rein, ich dachte mir so, wir wollten doch so 10, Runde 10, 9, 10, 11, irgend sowas reingehen, ja, ich möchte natürlich einen Undercut gegen Matsushita und auch gegen den, ich weiß nicht, wer auf 1 war. Wir gehen mal raus. Das ist auch, by the way, die coolste Boxenausfahrt im ganzen Game. So schön gemacht. Unten dieser Tunnel durch. Also das finde ich schon wieder so genial und so... Ja. Das ist einfach eine Kunst. Also, was die da geleistet haben. Die Strecke ist schön. Und da gibt es auch ein paar Änderungen dieses Jahr. Hier wird unter anderem dann eine langgezogene Linkskurve sein. Und auch oben diese Spitzkurve, wo ich gerade Lundgaard unfair überholt habe, die wird es auch nicht mehr geben. Das wird auch eine schnelle Linkskurve. Und der Undercut funktioniert. Wir sind vor Matsushita und vor Armstrong rausgekommen. Das bedeutet, wir werden jetzt nach diesem... Oh mein Gott, der Weiße ist jetzt schon weggefahren. Das ist unser Konkurrent noch, Luca Giotto. Und jetzt sind wir gerade über ihn drüber gefahren und übernehmen gerade die Führung. Das war der Undercut, den ich mir gewünscht habe. Das war einfach nur toll, eine Mega-Leistung. Rückblickend war es jetzt vielleicht eine Runde zu früh. Wir sind hier im Dauerbeschuss von Matsushita. Letzte Rennrunde in der Formel 2 und die Reifen sind durch. Also links, also generell vorne, rechts vorne 46, links 44. Und ich muss hier mein Auto noch irgendwie um diese eine Runde retten. Matsushita ist echt stark dran. Aber wenn ich ihn auf die nächsten zwei Geraden, also auf diese und dann auf der Gegengeraden, nicht überholen, also er mich nicht überholen kann, habe ich es so gut wie gewonnen, weil in den Kurven kann man nicht überholen. Da muss schon ein fetter Fehler drin sein, also eher nicht so. So, der Exit muss eigentlich sitzen
Und das tut er auch. Gut rausgekommen, sehr, sehr schön. Ich meine, wir haben zwar trotzdem ein bisschen verloren, aber er hat Windschatten, DRS und so weiter. ERS wird wahrscheinlich auch voll aufgedreht. Also ERS gibt es ja nicht in der Formel 2 trotzdem. Ich fahre hier schon ganz links, dass er ja nicht in den Windschatten reinkommt. Aber natürlich ist er gewieft und fährt mir danach. So, die Kurve hier einmal noch durch. Das ist meine Lieblingsstelle auf dieser Strecke. Und da kommt, oh mein Gott, der Burnout. Das war gar nicht gut. Das war verdammt schlecht. Ich hoffe natürlich, dass es jetzt das, dass es nicht das war jetzt mit dem Win. Wir könnten unser letztes Rennen gewinnen. Und hier rauf noch einmal die Kurve, wo wir so viele Leute überholt haben. Durch. Und so, hier diese Kurve wird verändert. Die wird eine langgezogene links. Also ich glaube, der komplette Komplex hier oben wird verändert. Es wird eine lange Linkskurve. Also eigentlich eh wie unten. Zwei lange Linkskurven, halt den Formel 1 Autos angepasst und vor allem auch der Action, weil dann erwartet man sich wahrscheinlich auch dadurch mehr Überholmanöver und so weiter. Also das wird eine spannende Sache. Und hier noch einmal die vorletzte Kurve und dann die letzte Kurve in unserer Formel 2 Karriere. Es ist einfach nur cool, wir haben es geschafft und oh mein Gott, hier noch mit einem leichten Wegdreher gewinnen wir den großen Preis von Abu Dhabi in der Formel 2. Wir sind Meister und wir dürfen in die Formel 1 aufsteigen. Wie gesagt, schreibt gerne in die Kommentare, mit welchem Team wir fahren sollen. Ich bin sehr, sehr, sehr gespannt, wie wir uns in der Formel 1 schlagen können. Ich denke mal, wir werden eher weiter hinten mitfahren mal. Und ja, wie jetzt auch, wird 95 unsere Beginnerschwierigkeit sein. Mal gucken, wenn wir dann schon Punkte in den ersten Rennen holen mit diesen schlechten Teams, werden wir wahrscheinlich auch die Schwierigkeit ändern. Mein Ziel ist es halt immer mit der Schwierigkeit, meinen Teamkollegen im Schach zu halten, also so ein, zwei Zehntel, natürlich streckenabhängig, aber trotzdem. Also wir werden mal mit 95 anfangen mit dem Team Alfa Romeo oder Haas oder Ferrari. Aber ich werde mir das Ganze natürlich angucken. Am Dienstag seht ihr dann, welches Team es geworden ist. Oder Montag. Aber wahrscheinlich, nein, es wird Dienstag, weil mein Team möchte ich am Montag bringen und es wird Dienstag. Matsushita wird Zweiter. Er war ein sehr, sehr guter Konkurrent die ganze Season über. Wirklich, wir haben so viele Rennen gegen den gekämpft. Der war da oft echt Erster. Also auch, ich denke natürlich an den crazy Niederlande Grand Prix zurück. Wie immer alle oben rechts, wenn ich die komplette Playlist, gönne ich die nochmal zum Nachgucken und das war wirklich eine tolle Season, war aber auch ziemlich schnell, ich meine, ich glaube, nur September sind wir gefahren, aber ja, jede Woche ein, zwei Mal, da bist du schnell durch bei 12 Rennen, also das ist Bombe, das war toll, das war genial und ich hoffe natürlich, dass ihr auch dabei seid, wenn wir den Sprung in die Formel 1 bekommen, wagen und natürlich auch hoffentlich erfolgreich schaffen können. Das war unser letztes Rennen in der Formel 2. Wir werden ab Montag in die Formel 1 gehen und ab Dienstag abonniert gerne den Channel für mehr Formel 1. Jetzt Dienstag, okay? Und schaut auch gerne auf Instagram vorbei und natürlich auch auf den TikTok-Account von unserem Channel, der ist unten verlinkt, aber auch auf its-tobi. Da kommt jeden Tag Formel 1 Content. Links wie immer unten in der Bio, auch zur Playlist oben rechts und auch das letzte Video. Vielen Dank fürs Zugucken. Bis Dienstag, falls ihr Alberto Ascari-Fan seid oder später Reaction. Ciao.